Du möchtest nicht ins Video? Nein, du bist noch sehr müde, ne? Aber du hast die Augen auf, das ist schon was. So, herzlich willkommen zu einem Sonntagsvlog von uns. Ich habe euch gestern schon angekündigt, dass wir heute den Rückbau hier bei uns im Garten starten. Es ist jetzt 9.34 Uhr. Die Nachbarschaft schläft noch und wir machen leise Sachen, um nicht negativ aufzufallen. Das Murphy wälzt sich ganz fein, ne? Und du knabberst das Holz an. Ja, super, ne? Ja, du machst das fein. Der Pool ist auch schon abgebaut. Und da, der Bernd knapst den ganzen Draht ab hier vom Holz. Denn wir müssen ja unseren... Nein, du kriegst nicht den Schraubenzieher. Geh weg. Den Hühnerstall abbauen. Ich habe als erstes hier Rasen gemäht nach dem Urlaub. Aus. Lass meinen Handschuh. Musst du jetzt Unfug machen? Dann legen wir die Axt weg, sonst hast du sie als nächstes. So, ich habe hier als erstes den Rasen gemäht, denn es war alles zugewuchert. Ich zeige euch mal hier den alten Hühnerstall, wie der aussieht. Da kann man gar nicht mehr reingehen. Das ist jetzt alles in. Wie lange ist das jetzt gewachsen, Bernd? 4 Wochen? Wahnsinn, oder? Hier diese, wie auch immer, ist das Ackerlei oder so? Die müssen wir da unten kappen. Dann gehen die kaputt und dann können wir halt den Draht abmachen. Der Wein, der ist richtig explodiert. Sind die Müllsäcke? Ja, die sind da. Ich mach das, lege ich einfach hin, ich falte gleich den Draht. Den Wein wollen wir ausbuddeln und bei uns am Laden noch pflanzen. Mal gucken, wie der das verpackt. Jo. So, ich bin dafür zuständig, alles bei eBay Kleinanzeigen zu verscheuern. Der ist schon drin. Nicht so großes Interesse. Und jetzt wollte ich die Schubkarre reinsetzen. Die brauchen wir dann auch nicht mehr. Aber da muss ich hier erstmal ein bisschen Platz machen, damit ich die rausbekomme. Das hier verwuchert. Aber der Salat sieht gut aus hier. Ja, den kann man noch gut ernten. Die Blumen kommen auch. Oh. Erstmal durchkommen. Oh, ein richtig toller Kürbis. Das sind die kleinen. Eins. Ach du Schande. Zwei. Boah, die sind ja riesengroß. Ich muss mich auch mal sehen. Komm her. Und ein riesiger Kürbis, boah. Das ist so ein Hokkaido, ne? Oh, ich möchte den ernten. Den Kürbis. Siehst du das denn? Nein. Wir haben noch so viel Zucchini von Gudrun und Werner im Kühlschrank. Boah, und die gelbe. Ich habe noch nie gelbe Zucchini im Garten gehabt. Toll. Ja, guck. Ja, wir müssen alles rausholen aus der Erde eigentlich, ne? Ja. Ich lasse dir keine einzige Kartoffel, da glaub mal. Das gönne ich keinem. Ja, ist auch alles schön jetzt runtergegangen, welk.
können wir gut ernten, ne? Der Smurfy fängt schon mal an. Der Smurfy sagt, er ist gleich in China. Ja, er hat ein ganz dunkles Schnäuzchen. Eine Zange wiedergeben, bitte? Ja, kann ich. Ostern wäre jetzt gut. Ostern? Ja. Warum? Osterfeuer. Ach so, ja. Hier die Schrauben, sind die für weg oder für behalten? Ja, ne, die sehen gut aus. Ah! Brennnessel. So. Du baust dir da eine Höhle oder so? Ja. Wenn ich es finde. Hier. Das Murphy ist außer Rand und Band hier. Oh, danke für auf die Füße schmeißen. Gerne. Kollege, er holt mal die Blumenzwiebeln daraus, die ich gepflanzt habe. Diese solche Blumen kommen da raus. Egal, wir ziehen ja eh aus. Kannst du ja, kaputt oder? Machen. Was behalten. Wo soll ich denn die einpflanzen? Nee, deswegen. Alles niederflexen und so. Können wir ruhig rauspflanzen. Wir gönnen keinem was, der hier hinkommt. So, und ich habe jetzt hier diese Aufgabe mit dieser Zange. Die macht das echt super. Das hier abknipsen da, wo diese getackerten Dinger sind. So. So, diesen Hühnerzaun, den mache ich ganz klein, indem ich da drauf trampel. Da hätte ich nicht gedacht, das geht richtig gut. So. Dreilagig gelegt. Aua! Oh, bin ich in so eine Nadel getreten. Das war jetzt nicht so geil. Die können alle Blumen weg. Ja. Calvino hatte gerade Kapuzinerpresse geerntet. Wollte die probieren. Und dann hat er die abgewaschen und schaut mal, wie schön das aussieht, wenn da Wasser drin schwimmt. Das sieht richtig toll aus, ne? Lotus-Effekt oder wie das heißt. Na dann, komm, wir probieren die. Okay. Ich habe sie auch noch nie probiert. Warte, so, wir machen beide die Münde. Beide gleichzeitig? Ja, klar. Ja, ein bisschen pelzig. Schmeckt nach Kresse. Aber schmeckt nach Kresse. Ja, ist ja auch Kapuzinerkresse, aber scharf. Die ist echt scharf. Was brauchst du für Hilfe? Ja. Ah, wieder diese Kackbrennnessel. Ah, jetzt mache ich die weg. Aua. Oh. Wo war die? Da, die hier so steht. Die. So, da lege ich jetzt das Brett drauf. Ja, das brennt. Mit vereinten Kräften. Bernd hat jetzt schon hier die ganzen Seiten, also wie so ein L, alles abgebaut. Da sind noch Einschlaghülsen drin, die holt er gerade raus. Eigentlich wollten wir die wiederverwenden. Aber die sind krumm, kreuz und quer, wenn die rauskommen. Die kann man nicht mehr wiederverwenden. Ich habe mir jetzt einen Stuhl geholt und knips hier die ganzen Tackernadeln ab. Und der Calvino ist ganz fleißig und legt das Holz da ordentlich auf einem Haufen hin. Der ist ja stark, der kann das schon. Super. Danke dir. Bitte. Smurfy! Hier! Zeig mal, wie du nicht hörst. Komm! Der ist immer neugierig, was passiert. Komm mal hier, Smurfy. Lass Härchen da mal machen. Etty. So, Interesse geweckt. Ja. Jetzt buddelt er da weiter. Okay. Ja, es ist. Wir haben jetzt zwar noch viel Zeit, das zu machen.
aber wir machen jetzt immer ein bisschen und dann ist das nicht so viel auf einmal, haben wir gesagt. Und eBay Kleinanzeigen, das läuft auch ganz gut. Wir haben schon 2 Sonnenschirme, wurden schon abgeholt. Und die nächste kommt nachher um 12 und holt hier die Feuerstelle ab. Deine Eltern nehmen eine gelbe Zucchini. Jo. Hi. Bernd fragt gerade, also nicht jetzt dahin filmen. Nein. Wir verteilen gerade die Zucchini. Gelb oder grün? Komm, Smurfy, Brötchen. Komm. Wo ist er? Wo ist er? Ja, weg wahrscheinlich, keine Ahnung. Ach, der ist ja nicht weg. Ich höre ihn doch. Wo denn? Ich hab's gehört. Smurfy? Da, hörst du? Der buddelt irgendwo. Wo bist du? Guck mal hier. Oh, fein, was hab ich hier? Ich sehe ihn. Ach, da ist er. Der ist dahinter gesprungen. Komm hier. Oh, was hab ich hier? Okay, alles gut, wenn wir reden. Oh, guck mal hier, ein Snacky. Ein Snacky. Ja, fein. Da, so. Oh, lecker. Die Poolleiter, ja klar. Aber da müssen wir ja nicht in komplette Einzelteile zerlegen, ne? Echt? Ja klar, sonst Platz spannend. Okay, ich dachte jetzt so in 3 Teile oder so und dann im Kofferraum nach unten legen, hätte ich gedacht. Weißt du, wie ich meine? Ja, können wir ja gucken. So, Calvino, möchtest du dein Brötchen haben, dein Mohnbrötchen? Nein, nein, nein. Okay, dann lege ich es hier oben drauf. Der Smurfy wird es nehmen. Schraub. Ja, der will wieder da hin und buddeln, wo Bernd jetzt zugemacht hat. Und Calvino macht hier die ganzen Schrauben raus und feste drücken, jawoll. So. Wird immer mehr. Und die gehen nicht raus hier, die. Doch. Ach so. Okay. Ja. Ja, da ist unser Holzhaufen. Da habe ich schon überlegt, den auch bei eBay Kleinanzeigen zu verschenken, einfach reinzumachen. Vielleicht kann das ja jemand gebrauchen. Und da muss ich gleich noch die Latte abmachen. Bernd versucht jetzt ein paar Sachen zu verfeuern. Jetzt wird unsere Feuerstelle natürlich gleich abgeholt. Ja. Der kann auch weg? Der kann auch weg, ja. Hast du? Ja, Calvino hat ein Feuerzeug geholt eben. Hm? Ja, der hat keine Lust mehr. Zeig mal die Zwiebeln, die du geerntet hast. Ich habe die aber echt größer erwartet. Ich auch, aber... Egal. Die größten Zwiebeln, die wir hier hatten. Selbstgemachte Zwiebeln. Du brauchst einmal irgendwas, wo ich die rein. Ja, legst du doch erstmal hier rein. Dann dagegen feste. Und jetzt gucken wir, was im Kartoffeleimer drin ist. Ob da überhaupt was drin ist. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Weil die so verdörrt sind. Und? Noch nix? Yay, eine Mini-Kartoffel. Oh, sehr viele Mini-Kartoffeln. Ja, die haben zu wenig Wasser, schätze ich mal, bekommen. Ja, zu wenig Platz. Aber die können wir ja trotzdem gleich schön putzen. Und dann können wir die dämpfen. Ne, würde ich in der Pfanne machen. Oder so, als Drillinge. Heißen die doch dann, ne? Ja. Dann will ich wohl noch einen Eimer holen. Zeig ich mal die Ausbeute im Eimer. Moment. Was denn? Ja, ich komme. Das bricht immer unten oder oben ab. Ich komme sofort. Naja, hier. Naja. Für eine Person. Oh, pass auf, dass du dir die Axt nicht im Bein reinhaust. Jetzt wird noch die Schubkarre abgeholt gleich. Wo ist sie überhaupt? Ach, da. Ich sehe einen Eimer mit von hinten. Ach, der steht da hinten am Kran. So, Bernd hat jetzt noch einen zweiten Eimer geholt und er sagt, der sieht schon besser aus. Erfolgreichere Ernte. Ja. Hat die Mutti übertrieben. Macht nichts. Dir nicht. So,
Zweiter Eimer. Zeig die Ausbeute. Oh ja, wow. Das sieht echt besser aus. Mit Schnecke, Flibberschnecke. Oh. Polochkartoffel. Herzchen. Die ist auseinandergegangen. Eine Schweinchennasekartoffel. Ja, schön. Ach sorry, jetzt hat mein Telefon aufgehört zu filmen, denn es wurde angerufen von eBay Kleinanzeigen. Das geht jetzt hier irgendwie im Minutentakt, kommen die Sachen abholen. Jedenfalls wollte ich noch sagen, dazu wird es eine Zucchini geben. Die werde ich schön in Scheiben schneiden, panieren und braten. Oh, 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 oh. Wie ist das denn jetzt passiert? Rausgeflogen irgendwie, keine Ahnung. Wasser, da im Topf ist Wasser, schütt da drauf. Nicht, dass der Hund da mit seinen Pfoten. Deswegen hat der Bernd gesagt, ich soll das nicht so hoch da stapeln. Ja. Damit das nicht passiert. Aber die Mutti konnte ja wieder nicht hören. Wir haben schon ganz viele nette Menschen heute kennengelernt, ne, die ihre Sachen abholen. Ja, ich bin jetzt alle nett. Schön. Ja, und alle sehr zuverlässig. Sonst hat man ja schon oft von eBay-Kleinanzeigen, dass sie sagen, ich komme und dann kommen die nicht. Aber bis jetzt läuft das 1A. Alle, die gesagt haben, die kommen, die sind auch gekommen. Klasse. So, wir haben nämlich extra hier so ein Damenportemonnaie genommen. Und da kommt unser ganzes eBay-Kleinanzeigengeld rein. Tada! Und am Ende, wenn wir fertig sind, dann wollen wir einen schönen Ausflug davon machen. Mal gucken, wie viel wir kriegen. Zusammenkriegen. Jetzt sind wir bei... Was haben wir jetzt? 55 Euro, glaube ich, haben wir jetzt schon da drin. Yay! Zeig mal die Beute aus 5 Eimern. Okay, die ist sehr mager. Und das? Ach so, das ist auch. Ich habe ehrlich gesagt trotzdem mehr erwartet. Aber ja. Mit mehr Pflege wäre vielleicht auch mehr bei rumgekommen. Die entsorge ich auch. Ja. Machst du nicht nochmal Kartoffeleimer? Nein. Lohnt sich nicht, ne? Ja, wir gucken mal. So, ich mache jetzt das hier noch verpacken. Habe ich nicht gesagt, darfst du nicht. Ich habe nur gesagt, das sieht doof aus, wenn du Mayonnaise einmal 30 Stück am Laden hinstellst. Ne? So, dann packen wir jetzt so langsam zusammen, würde ich sagen. Oder? Ja, das ist, bis wir zusammengepackt haben. Und dann gehen wir... Bitte rein, weil es wird heiß. Heute Abend will ich noch eine Stunde, zwei was machen. Ja, können wir ja machen. Aber jetzt wird mir gerade sehr heiß hier mit der Sonne. Smurfy! Komm, Maka! Jetzt. Normal geht das wesentlich schneller. Komm! Futter abwackeln. Geht meistens. Ja, komm! Super! Komm schnell hoch. Ja, fein. Da ist er. Ja, komm. Jetzt gibt es ein Leckerchen für feines Hochkommen. Hm? Oh, machen wir gleich hier die Klimaanlage an. Dem ist auch warm. Der hat schon geschlafen, schön im Garten. Ja, komm. Geh auf Couch. Ha? Ruh dich schön aus. So, und hier ist unsere Beute von heute. Sehr lecker. Und ich habe mir doch mit der Nadel im Fuß gestochen. Mit dieser Tackernadel. Und das tut richtig weh beim Laufen. Als ich diese Dinger da platt getreten habe, diesen Maschendraht oder was das war. Ach, egal. So, jetzt Mittagspause. Jetzt wird es echt heiß drin. Jetzt räume ich hier die Küche auf und ich gehe duschen. Und jetzt nass geschwitzt. Wir haben jetzt richtig schön 2 Stunden geschlafen drin und gechillt mit Klimaanlage an. Das war richtig schön erfrischend und jetzt ist es hier... Smurfy, bleib hier! Wow. Er ist da durchgekommen, sagt er. Es ist sehr... Das Bild rauscht so, ne? So pixelig, weil so dunkel ist. Wir haben die Rollos noch runter. Ich habe jetzt angefangen zu kochen. Ich habe erstmal die Kartoffeln richtig geschrubbt, die aus dem Garten. Die sind immer so
sehr dreckig, obwohl die aus den Eimern echt schön waren. Das waren schöne Kartoffeln. Und die habe ich vorgekocht. Dann habe ich schon mal den Porree geschnitten und Bernd macht jetzt diese Bratkartoffeln. Und ich paniere gleich die riesige gelbe Zucchini. Also erst schneide ich sie in Scheiben. Dann paniere ich die und dann wird die so richtig schön in Öl ausgebacken. Mmh, richtig schön fettig. Und ja, dann werden wir den Rest des Tages hier liegen bleiben und Filme gucken. Es ist jetzt 17 Uhr. Und wir haben heute Morgen ungefähr 3,5 Stunden im Garten gearbeitet für den Rückbau. Und das reicht jetzt auch, mein Gott. Wir haben ja noch Zeit, wir sind echt weit gekommen. Jetzt haben wir ein paar Müllsäcke, die können wir dann entsorgen schon mal. Und ja, dann halt nach und nach. Dann ist es nicht so viel auf einmal, wenn wir dann umziehen. Und dann chillen wir jetzt einfach noch ein bisschen. Morgen muss ich auch wieder arbeiten. Hm, mal gucken, ob ich morgen vlogge. Ich weiß es noch nicht. Lassen wir uns alle überraschen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!